Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich schon so lange auf diesen Schauspieler. Ihr kennt ihn alle, erst bei Friesland dabei als Bestatter Wolfgang Habedank, aber noch bei so vielen mehr. Wir reden heute über einiges. Holger Stockhaus, wie geht's dir und wo bist du? Schönen Tag, Nico. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's ganz gut und ich bin gerade in Frankfurt und zu Hause in meiner Wohnung. Am Main ist das hier, oder? Frankfurt am Main, ja, genau. Kannst du gut mit Lob um oder ist es schwierig mit Komplimenten und dir? Das ist okay, da komme ich schon mit klar. Also kommt drauf an. Testen wir es. Ich habe dich das erste Mal bewusst bei Bibi und Tina in der Serie bei Prime und auch im Kino bei Einfach anders gesehen als Graf Falke von Falkenstein. Und du hast das so unfassbar gut gemacht. Ich hatte so viel Spaß in jeder einzelnen Szene mit dir. Und wenn sich dieser Spaß auf mich überträgt, habe ich natürlich die hohe Hoffnung, dass du auch ganz viel Spaß beim Dreh hattest. Wie war das bei Bibi und Tina für dich? Das war großartig. Also es hat mir auch riesen Spaß gemacht, sowohl die Serie, wo wir eine Staffel gedreht haben, 2019 glaube ich, und dann mit einer kleinen Pause ja den Kinofilm Bibi und Tina einfach anders. Und es war ein Riesenvergnügen, also mit Detlef Buck zu drehen, aber auch mit dem ganzen Team, mit den ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen, mit den Pferden. Das war fantastisch. Es hätte gerne noch weitergehen dürfen. Ich hoffe, vielleicht kommt ja noch ein Kinofilm oder eine Staffel. Das sind ja immer ganz große Geheimnisse, die Streamingdienste wie Schätze bergen. Deswegen wirst du jetzt wahrscheinlich gar nicht viel sagen können, oder? Die Serie ging ja nicht weiter. Deshalb gab es jetzt den neuen Kinofilm. Also jetzt, genau, es sollte halt wieder im Kino auftauchen. Aber ob es da weitergeht, das weiß ich tatsächlich im Moment. Was wir aber wissen ist, Friesland geht weiter, 3 neue Folgen gibt es 2023 im ZDF. Wolfgang Habedank heißt der. Stand bei dir als Schauspieler eigentlich mal Bestatter spielen auf der Wunschliste? Nee, also eigentlich nicht, nicht ausdrücklich. Das hat sich zufällig ergeben und vor allem hat sich zufällig ergeben, dass es jetzt schon so lange ist. Ich glaube, wir gehen ins irgendjemand meinte neulich ins 10. Jahr, wobei ich ja ein Jahr später eingestiegen bin. In der ersten Folge hat der Matthias Matschke die Rolle gespielt und dann bin ich dazugekommen. Und Bestattungswesen war nie so mein Traumfeld. Ich habe da eher immer Bögen drum gemacht, um alles, was mit dem Tod und dem Sterben zu tun hatte. Aber inzwischen finde ich es tatsächlich ein sehr spannendes und belebendes Wesen und Umfeld und Beschäftigungsfeld. Was glaubst du, warum ist Friesland so erfolgreich? Was ist da das Geheimnis? Die hervorragende Besetzung der durchgehenden Figuren natürlich. Ich weiß es nicht. Wir fragen uns das auch mal wieder. Ich glaube, das ist... irgendjemand meinte mal, das ist so ein Wohlfühlkrimi oder eine Zuschauerin hat mal gesagt, da muss sie sich nicht so aufregen. Also wir haben ja nicht den Anspruch, wie im Tatort gesellschaftliche Probleme in tiefster Ernsthaftigkeit und mit großem Realismus zu verfolgen, sondern es ist ja ein Samstagabendformat und durchaus als Unterhaltungsformat gedacht. Der Tatort ist auch Unterhaltung. Aber irgendwas scheint daran zu funktionieren, dass wir recht spannende Fälle haben, die aber begleitet werden von den schrullen und schrulligen Figuren dort im Ostfriesischen. Vielleicht auch dieser Balanceakt zwischen Leben und Tod und ums Leben kämpfen und mit dem Leben zurechtkommen oder daran scheitern. Man weiß es nicht. Du hast in den letzten Jahren, Jahrzehnten so tolle Sachen gedreht, dass es wirklich schwierig ist, sich kurz zu halten. Wie oft wirst du oder wurdest du auf Ulf Sanderberg angesprochen? Es ist sehr lustig, dass du den Namen erwähnst, weil den erwähnt eigentlich nie jemand. Ich selber habe ihn auch schon fast vergessen. Du sprichst von der Figur des sozusagen intellektuellen Nazis im Tatortreiniger. Ganz genau, bei Schottis Kampf. Ja, häufig und oft und beständig, was mich natürlich sehr freut, weil das auch eine Riesenfreude war, als Arne mich damals gefragt hat, ob ich diese Rolle übernehmen würde. Das fand ich großartig, war eine große Herausforderung, es waren auch hervorragende
fantastische Tage mit Bjarne und ja, es hat riesigen Spaß gemacht und freut mich natürlich sehr, dass die übrigens ja auch immer Grimme-Preis gekrönte Folge nach wie vor offensichtlich gesehen wird. Ja. Wer es nicht gesehen haben sollte, es gibt es bei Netflix und es ist halt unfassbar schotti. Bjarne Mädel kommt an und deine Figur sagt halt, ja, sie müssen sich drauf was gefasst machen, ist schon krass. Und dann geht so die Tür auf und Schotti verstummt halt, weil in diesem Raum, wo der Tote liegt, eben wirklich alles voller Nazi-Erinnerungsstücken ist. Und es ist wirklich ein krasser Moment, weil die Folge deutet es nicht an. Und man ist in diesem Moment genauso wie Schotti einfach nur geschockt. Und deine Figur ist einfach groß. Also wer es nicht gesehen hat, das war ein Sahnestück, aber auch ein Sahnestück. Und ich habe es das erste Mal vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Ich möchte mit dir über Sketch History sprechen. An der Seite des großartigen Max Giermann, der hier auch schon mehrfach zu Gast war. Es gibt ja diesen legendären Kinski-Moment im echten Leben, wo gedreht wurde, wie er da diesen Typen anschreit. Und das ist so bekannt, dass man sich fragen würde, was würde Sketch History draus machen? Und was ihr draus gemacht habt, ist einfach unfassbar gewesen. Bei YouTube hat einer kommentiert, man weiß gar nicht, wen man hier am meisten feiern soll. Idee, Drehbuch, Regie, Schauspiel, schlichtweg genial. Ich nehme an, du erinnerst dich an den Sketch, den ich meine. Absolut. Auch einer meiner Lieblingssketche, meiner Lieblingsfilme, kann man ja schon sagen, aus der ganzen, aus dem ganzen Sketch History Kosmos. Das war natürlich auch ein riesiges Vergnügen und ein kleiner Geniestreich tatsächlich von Seiten der Autoren. Ich weiß ja nicht, Chris Geletnicki war vermutlich dafür verantwortlich. Das war ganz toll. In Budapest haben wir das ja noch gedreht. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass du das so zu schätzen weißt und die Qualität dort gesehen hast. Es war wirklich unfassbar, weil es wurde halt so dargestellt, als ob dieses reale Erlebnis eben nicht real war, sondern inszeniert. Und dann sagt deine Figur, das, was hinter der Kamera passiert, macht die langweilige Arthouse-Scheiße vor der Kamera erst interessant. Wirklich, ich saß auch da, ich habe, glaube ich, dreimal laut gesagt, das ist einfach genial. Und wer Sketch History aus irgendeinem Grund noch nie gesehen haben sollte, hat was unfassbar Schönes vor sich. Denn was ihr da gemacht habt, das war unfassbar. War das schlimm, abgesehen vom Kinofilm, dass die Serie zu Ende ging oder war es ein guter Zeitpunkt? Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass das insgesamt das Konzept von Sketch History gewesen ist, dass wir ja durch die Menschheitsgeschichte gereist sind und gezeigt haben, wie es wirklich war. Und in dieser Reise war natürlich der Hintergrund zu Werner Herzog und Klaus Kinski nur ein Ausschnitt, wo wir wirklich gezeigt haben, wie es zu der legendären historischen Szene gekommen ist. Das war sehr schade, als wir erfuhren, dass das nach 3 Staffeln im ZDF dann nicht weiterging. Aber dann kam ja die Idee des Kinofilms, Geschichte der Menschheit gleich gekürzt, der dann unter ein bisschen anderen Voraussetzungen stattgefunden hat. Aber ja, wir hätten schon gern noch die ein oder andere Staffel gedreht, denn ganz am Ende der Menschheitsgeschichte waren wir noch nicht angekommen. Wir warten einfach ein paar Jahre und bis dahin können wir dich seit 2018 bereits in der Heute-Show sehen. Die Heute-Show ist natürlich für uns, die wir das einfach nur gucken, ein absolutes Fest. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für euch, die ihr da vor der Kamera steht, teils krasse Herausforderungen sind. Oder ist das mittlerweile Business as usual geworden, Holger? Krasse Herausforderungen. Wie gesagt, wenn man es vergleicht mit Dreharbeiten für Geschichte der Menschheit oder Sketch History, wo wir eben bei Geschichte der Menschheit zum Beispiel irgendwo im Balkan, in den bulgarischen Bergen zwischen wilden Pferden den Bau der chinesischen Mauer gedreht haben und tatsächlich mitten in die Dreharbeiten ein wilder Hengst hineingaloppierte, der die Filmpferde, Pferdinnen verrückt machte. Es dauerte eine Viertelstunde, bis die ganzen Stuntleute ihn vertrieben hatten. Und er tauchte später nochmal wieder auf am Abend, als Alexander Schubert und ich bis zum Kopf eingegraben in der Erde lagen und um uns herum wiederum die bulgarischen Reiter standen. Da tauchte wieder dieser wilde Hengst auf. Und das war tatsächlich unangenehm, weil wir ja nichts machen konnten, weil ja nur unsere Köpfe rausguckten und diese
diese vier Filmpferde plus dem einen wilden Hengst, das hat doch bei uns beiden eine gewisse Unruhe hervorgerufen. Und im Vergleich dazu sind die Tage bei der Heute-Show relativ ruhig. Gut, die große Herausforderung ist, mit Oliver Welke durch den Tag zu kommen. Das ist natürlich auch schon sehr abenteuerlich. Wilde Pferde oder Oliver Welke? Es gibt so Momente. Ja. Du kannst es dir nicht aussuchen. Also die Kollegen und die Tiere, mit denen du arbeitest. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich dich sehe. Und ich hoffe, das kann ich noch ganz viele Jahrzehnte. Jetzt gibt es erstmal Friesland, 3 neue Folgen im Jahr 2023. Und Bibi und Tina gibt es bei Prime und ganz viel von ihm in der ZDF-Mediathek. Ich freue mich, dass er da war. Holger Stockhaus in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Also du hier, also dass wir uns hier mal bei mir zu Hause getroffen haben. Fand ich auch. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Oh mein Gott, das sind große Herausforderungen. Für euch da draußen gilt, die Breite der Möglichkeiten von Unterhaltung beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind viel besser, als ihr jetzt glaubt. Trust me, geht mal in die ARD-Mediathek, geht mal in die ZDF-Mediathek. Das ist unfassbar, was da an Wissen, an Doku, an Unterhaltung drin ist. Wirklich, das ist unfassbar. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Holger Stockhaus. Bis dann. Ich wünsche euch und uns allen ein friedliches, zuversichtliches, hoffnungsvolles, glückliches Jahr 2023. Wie weit fortgeschritten auch immer es jetzt schon ist, und darüber hinaus auch ein ebensolches 2024, 25, 26 und 27.